Hallo, liebe Freunde des gepflegten Kartenlegens. Ich bin Michael, freue mich, dass du dabei bist. Und heute schauen wir mal wieder rein in die Skatkarten. Einmal für dich, einmal für ihn, also fürs Gegenüber. Unterstützend möchte ich heute Erzengel Michael dabei haben, die Lichtfrequenz, die uns Kraft, Stärke, Durchsetzungsvermögen gibt. Erzengel Gabriel Lichtfrequenz, die uns Klärung gibt. Alle Energiewerkzeuge findest du natürlich im Shop unten, auch mit 20%. Also kannst du da gerne mal reinklicken, ist unten in der Videobeschreibung dann mit drin. So, jetzt müssen wir ihn hier erstmal noch raussuchen, das habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet. So, also, dann schauen wir mal mit ins Skatkarten rein, was hier so Sache ist, was los ist, ja, wie sich die aktuellen Energien gerade so verhalten, ja. Und selbiges natürlich bei dir. Was passiert? Was kommt auf euch zu? Wie schaut's aus? Und so weiter. Also, dann fangen wir an. Ja, er ist bereit zu sehr großen Veränderungen. Kreuz 10 ist immer die Karte, die ganz große Veränderungen bringt. Und du bist bereit für Emotionalität, für gefühlsbetonte Gespräche, also ihn auch zu empfangen, ja. So, er möchte die Veränderung in Sachen Partnerschaft haben, also Kreuz 10, Herz 10. Du bist etwas abwartend, du schmeißt schon wieder hier fast die Flinte ins Korn. Brauchen wir hier wirklich Kraft, Stärke, Michael, Lichtfrequenz, hilfreich dafür bei solchen Gedanken. Er macht es schnell, er macht es spontan und dadurch empfindest du wieder sehr viel Glück. Auch in den Gesprächen, ja, kommt hier einiges rein. Es wird also eine sehr gute, positive Phase auf euch beide zukommen, ja. Er hat ein Stück weit Verlustangst, er weiß, er muss etwas aufgeben. Du machst dich bereit für diese Veränderungen, die einfach generell jetzt greifen, nicht nur in deiner eigenen Spiritualität, in deinem Umfeld, in deiner Arbeit. Es wird auch irgendwie eine Entfernung, eine Entfremdung, eine Distanz zwischen euch abgebaut werden. Das ist das, was jetzt kommt. Und das Ganze auch sehr erfolgreich, ja. Irgendwie hast du aber auch nochmal den Blick woanders hingerichtet. An wen schaust du dir denn da an? Also das würde ich gerne mal wissen. Da ist so eigentlich schon einer da und schon du nimmersatt. So. ja, er weiß, dass so ganz tief in ihm schwere Verletzungen drin sind, die er heilen möchte, die er aufgeben müsste, die ihn blockiert haben, die ihn gehemmt haben. Du gibst ihm, du bist Leuchtturm, du gibst ihm ein bisschen die Richtung hier vor und das gefällt mir eben ganz gut. So, ja, da ist wieder das Mutterthema, die Pik Dame, entweder Mutterthema oder andere Frau, die aber hier direkt mit der Pik 7 abwärts und dem Pik Ass da liegt, also wirklich, die nimmt er aus seinem Einfluss komplett heraus, ja. So, bei dir, du würdest gerne jetzt ganz klar eine Entscheidung fordern, warte da noch ein bisschen ab, ja. Wenn du jetzt zu sehr Druck machst und forcierst, bringst du bei ihm diese Pik Dame wieder ins Spiel. Das wollen wir ja natürlich, also das wollen wir, also gar nicht, ja, gar nicht. So. Dann schauen wir weiter, was ist in der Ergebnislinie? Erfolg. Auch die Möglichkeit, etwas zusammen kreieren, aufzubauen, auch ein Zuhause, es kann auch ein Erwerb eines Zuhauses sein, es kann sein eine Form von Zusammenarbeit, also ihr findet ein ganz gutes Commitment. Er erkennt wirklich, da liegt jetzt der Pik-Bube bei der Pik-Dame dabei, da musst du nur aufpassen, dass du die jetzt durch deine Sachen nicht wieder aktivierst, ja. Weiß er, dass er eine absolute Warnung vor dieser Dame auch hat, ja. So, und dann geht es also auch wirklich voran. Dann haben wir wirklich diesen Verlauf, diese Gespräche, dieses Aufblühen, dieses Erblühen im Ganzen wieder drin. Und das gefällt mir halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nehmen wir mal noch die Lenormand-Karten mit dazu. Anfängerkurs ist im November. Wer da Lust hat dazu, kann sich bei mir melden. Ja, das sieht ja auch wieder bestens aus. Also auch hier, wir rösseln wieder, also die Schlange wäre jetzt analog zur Pik Dame, ja.
Und da musst du wirklich aufpassen. Du kannst es, du kannst ihn hier entweder hintreiben oder wegholen. Das liegt jetzt ganz in deiner Macht. Ganz wichtig, präg dir das bitte, 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 bitte ein. Ja, schreib es dir irgendwo auf. Die nächsten Treffen werden schön. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Es ist mit Wachstum versehen. Es ist der Wille, in die Partnerschaft zu gehen. Es ist die spirituelle Verbindung. Und hier, wir haben. Die Schlange rösselt auf den Sarg. Das heißt, die kann rausgehen und sie kann aber auch präsent sein, weil der Reiter nebendran liegt. Also es ist im Moment up to you. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ins Tarot hinein, was uns die Tarotkarten denn ganz exakt und genau dazu verraten wollen. Denn da kriegen wir manchmal nochmal so ein bisschen die Hinweise dazu. Also das war jetzt, finde ich, schon mal wieder echt aufschlussreich. Weil eben, wie gesagt, eine andere Frau hier Einfluss, im Grunde weiß er, dass es ihm nicht gut tut. Aber wenn du jetzt falsch agierst und reagierst oder etwas einforderst, dann kannst du die natürlich ganz klar und ganz offen in seine Arme hier treiben, ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Hoffe ich doch, dass ihr es wollt. So, die Herrscherin ist Erfolg, das ist Initiative, das ist Fruchtbarkeit, ja, das ist wirklich ja, die Geburt von etwas Neuem, was hier ansteht, ja. Wow, die Welt dazu und die Arbeit, okay, also alles ist möglich, wenn man jetzt richtig aneinander, miteinander arbeitet, ja. Es werden sich diese Welten vereinen. Es ist so, dass ihr natürlich wirklich beide auch noch hier dieses Arbeitsthema aneinander, miteinander habt. Kommunikation, Regelmäßigkeit, ne? Sich im Alltag auch zusammenzufinden, ganz wichtig. Und das kommt aber so. Und das ist jetzt wieder ganz interessant, ja. Denn in der Herausforderung liegt zum einen die Prinzessin der Schwerter. Das ist eine Frau, die rebelliert, die unangenehm ist, die sehr kühl ist, sehr berechnend in der Denkweise ist. Also auch wieder Pik, Dame, Schlange kommen wir dahin. Und die lieben denn, was die Entscheidung ist. Das heißt, im falschen Verhalten kannst du hier ihn wirklich dahin treiben. Es liegt also hier auch noch mal dabei, ja. Also du hast es jetzt in der Hand. Und was haben wir im Ergebnis stehen, ja? Das Streben, ja, das ist toll. Das ist die Bereitschaft. Beide werden jetzt die Bereitschaft haben, du wie er, miteinander diesen Weg zu gehen. Das ist wirklich Bereitschaft. Und die Üppigkeit dazu, also vier Kelche, wo man wirklich diese Liebe lebt, diese Unbeschwertheit hat. Also und da geht es auch hin, ja. Also ihr könnt ganz viel miteinander bewegen, euch bereichern und auch wirklich echt alles ausleben, jede Facette der Liebe, der Partnerschaft, die ihr wollt. Nur wichtig, forciere jetzt keine Entscheidung. Die Entscheidungskarte, die Liebenden, ist in der Herausforderung, wenn du jetzt sagst, hey, mach jetzt mal Nägel mit Köpfen, entscheide dich mal gefälligst für mich. So, Zeigefinger. Dann dreht er sich weg, weil es andere bequemer ist. Also man muss Männer auch so ein bisschen mal lenken. Und bitte, ihr seid Frau, ihr könnt es. Hoffe ich doch, mit meiner Hilfe. Nehmen wir noch eine Karte zum Abschluss. Dazu. Die Phönixenergie, ich durchlaufe das Feuer der Reinigung und entstehe neu. Genau das ist es, was die Welt uns hier sagen will, was uns die Herrscherin ja auch sagt, dass hier etwas Neues reift. Und bitte, bitte sei bereit dafür, mach dich bereit dafür. Es geht ungemein voran. Und ich sehe wirklich im Verlauf, dass das ja, dass alles im Grunde sehr, sehr, sehr gut harmoniert. Und auch, ja. Ich weiß, manchmal muss man sich einfach auf die Zunge beißen. Leute, es ist manchmal so. Und denkt, okay, ich warte da noch ein bisschen ab. Ich warte noch einen Moment ab. Aber setz ihm jetzt nicht die Pistole auf die Brust. Ist nicht die Energie gerade dafür. Du hast es in der Hand.
Mucho, mucho amor.